Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Savtech Ages Skyblock oder Ages of the Sky. Wir sind in der neuen Age, wir sind in der neuen Stage, denn wir haben gestern unsere Quests komplett fertig gemacht und sind damit jetzt in einem neuen Zeitalter angekommen, was uns wieder viele neue Möglichkeiten eröffnet und auch einige neue Items und sowas bietet. Ich habe tatsächlich gerade schon wieder ein ganz klein bisschen was gemacht und es war tatsächlich auch ein Advancement, was ich davor nicht so ganz wusste. Es war ein to get this off my chest. Und das war einfach nur, dass wir uns eine normale Kiste bauen können. Mittlerweile. Wir müssen nicht mehr mit dieser kleinen Kiste oder mit diesem komischen Kart hier arbeiten, sondern wir können jetzt wirklich eine komplett normale Minecraft-Kiste benutzen. Das Rezept dafür ist auch relativ simpel. Es ist nämlich einfach nur die Advanced Chest, die man... Man kann auch so eine Chest... craften. Okay, ich habe die ganze Zeit so eine Chest gecraftet. Ich habe das nicht gesehen. Das wäre viel einfacher gewesen. Aber okay. Ja, es ist einfach nur ein normales Rezept, was ziemlich cool ist. Und damit können wir unsere Items jetzt ein bisschen einfacher lagern. Wenn das jetzt gerade geht, kann ich mir dann auch wirklich so jetzt wieder Chest... Oh, weia, ey. Ich habe wirklich so umständlich die ganzen Kisten gemacht. Oh mein Gott. Ja, hätte ich das mal vorher gewusst, dann wäre das sehr, sehr gut gewesen. Naja, stellen wir die hier hin. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch mehr Platz und können damit hoffentlich ein bisschen besser arbeiten. Mit dazu gibt es generell die relativ einfachen Möglichkeiten mittlerweile. Das heißt, ich glaube, es gibt mittlerweile auch einen, ja, normalen Ofen. There we go, it's getting hot in here. Hier oben, den Ofen. Light up your life with a new furnace. Ich weiß nicht, ob wir dann die Sachen jetzt hier überhaupt noch benötigen. Ich denke einfach mal nicht. Ich kann mir vorstellen, dass wir den Kiln vielleicht noch brauchen. Oh mein Gott, der geht kaputt. No. Okay, ja, ich wollte sagen, ich kann mir vorstellen, dass wir den vielleicht noch brauchen, aber wer weiß, wer weiß. Die Frage ist es natürlich nur, das wäre natürlich interesting, wenn das hier funktioniert, aber ich glaube nicht, ne? Das wäre auch ein bisschen, es wäre sehr cool, aber es wäre tatsächlich auch ein bisschen OP, wenn das gehen würde. Okay, geht aber nicht. Dann können wir, glaube ich, den Hopper komplett weglassen und wir können den später lieber für irgendwas anderes benutzen. Irgendwie, ja, I don't know, für ein Crafting-Rezept oder sowas, was wir in Zukunft noch haben werden. Der kommt dann auch wieder weg, die Chest können wir irgendwann wieder upgraden. Und dann haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Platz hier drüben. Fackeln wäre vielleicht noch wieder ganz gut. Da, look at this. Okay, dann können wir hier auf jeden Fall schon mal ein ganz klein bisschen ausleuchten. Wir können auch ruhig mal ein bisschen weiter hier rüber gehen. Da ist alles zugewuchert mit diesen ganzen Bäumen. Aber ist nicht so schlimm. Auch hier gibt es natürlich ein bisschen was. Wir können hier unser Zeug wieder abernten. Mensch, ich fühle mich hier echt mittlerweile wohl auf unserer kleinen Insel. Aber... Oh... Boah, das war so close, glaube ich. Aber wir müssen uns natürlich trotzdem um neuen Stuff kümmern. Oh, warte mal, wenn wir jetzt... Jawohl! Ich dachte mir gerade, wenn wir jetzt die Sachen haben, dann heißt das vielleicht auch, Darkland Oakwood, komplett egal, dass wir jetzt endlich mal eine Türe bauen können. Oh mein Gott, setzen wir sie vielleicht dahin, wo sie hin soll? Yeah, und dann können wir hier endlich mal auf und zu machen, ohne die ganze Zeit Gefahr zu laufen, dass hier ein Creeper reinkommt. Sehr gut. Aber wir wollen natürlich trotzdem ein bisschen was Produktives machen. H1 hat es wirklich in sich, wenn man hier schon ein bisschen guckt, wie viele verschiedene Mods wir wieder haben. Wir haben eine Hunting Dimension. Wir haben hier drüben Immersive Engineering. Wir haben Blood Magic. Wir haben Abyssal Craft. Wir haben das Deep Dark. Wir haben Astral Sorcery. Irgendwelche Turntables. Es ist wirklich, wir haben eine Menge, Menge Stuff vor. Und damit wir da erstmal richtig loslegen können, würde ich mir super gerne ein bisschen Copper-Zeug machen. Es gibt erstens komplette Copper-Rüstungen, was ziemlich cool ist. Und es gibt komplette Copper-Tools. Und dafür müssen wir den Melter hier benutzen. Den brauchen wir auch mal relativ dringend. Wir versetzen den auch mal, glaube ich, einen nach rechts. So. Bringt, glaube ich, gar nichts, weil der Crafting-Table trotzdem nicht da dran kann. Aber in dem Melter wollen wir jetzt unser Kupfer, was wir letztens gefunden haben, schmelzen. There we go. 10 Stück haben wir. Die können wir dann reinschmeißen, aber die brauchen natürlich ein bisschen Heat. Und wir können noch keine flüssigen Brennstoffe benutzen wie Lava. Deswegen müssen wir sowas wie Kohle benutzen. Den Heater hier drüben rein. Und das geht. Sehr cool. Okay, er fängt an, das zu feuern. 16 Ingots. Achso, ist die Capacity. Das ist sehr, sehr nice. Wir brauchen jetzt allerdings noch ein paar andere Porzellan-Sachen. Und zwar brauchen wir den Casting-Table dafür, damit wir uns Ingots machen können. Und wir brauchen irgendwelche anderen Ingots, damit wir uns die Formen gießen können, wenn ich das richtig verstehe, oder? Weil wenn wir jetzt ein Copper-Ingot haben wollen und wir casten das, ja, dann bräuchten wir erstmal eine solche Form, eine Ingot-Form. Oder wir machen einen Copper-Block. Ich denke, das wäre dann wahrscheinlich eher die sinnvollere Methode auf dieser ganzen Ebene. Hatten wir irgendwo noch White Dye? Wir müssen jetzt nämlich wieder dasselbe herstellen wie davor. Einfach wieder ein bisschen Porzellan, das wir dann schmelzen. Und dann können wir daraus eben die verschiedenen Formen machen. Aber es sieht nicht so aus, ne? Und da ist unser Molten Copper. Sehr gut. Das ist gerade geschmolzen worden. 3 Stück kriegen wir raus. Wir können es leider noch nicht verdoppeln. Das wäre natürlich auch sehr, sehr, sehr cool, wenn das gehen würde. Aber ich denke mal, das kommt dann später. Vielleicht mit der Tinkerschmelze oder mit irgendwas anderem. Mal gucken. Jetzt haben wir die schon mal fertig. Jetzt können wir das hier wieder alles reinwerfen.
Und daraus unser Porzellan machen. Und in der Zwischenzeit schmilzt ja das andere Kupfer wieder weiter. Das ist ziemlich cool. Oh, wir bauen sogar noch mehr, ne? Ja, wir bauen ja auch noch das Faucet hier drüben, das wir uns machen müssen. Das können wir direkt so machen und dann schon mal hier drüben feuern. Das ist praktisch der Ausguss, den wir hier oben hinsetzen müssen. Und jetzt brauchen wir nur die ganzen anderen Dinger, um uns das Becken zu bauen, wo wir unsere Blöcke reingießen können. What the? Was ist das denn? Was ist hier gespawnt? Wait, ist das so ein Ziegen? What? Warte mal, müssen wir ganz kurz hin. Was ist das? Dark Offspring. What? Alter, das hat es einfach so hier gespawnt. Oh mein Gott, okay. Mir ist aber gerade auch noch was anderes aufgefallen. Es wäre, glaube ich, sehr viel sinnvoller, wenn wir uns zuerst einen Alloy-Kill machen. Also auch in der Questline hier drüben. Dafür brauchen wir... Ich habe eigentlich gedacht, einen Alloy-Kill. Ah, ja, sie heißen einfach nur Killen. Genau, wir bauen die Kiln-Bricks und dann können wir uns Bronze machen. Denn Bronze wäre schon ein bisschen besser als Kupfer. Und das wäre normalerweise relativ sinnvoll. Ich meine, wir haben jetzt hier schon unsere Ingots eingeschmolzen. Ist nicht so super schlimm. Wir können die natürlich wieder rausgießen. Wir können eigentlich genau dasselbe machen, wie wir jetzt gerade machen. Nur, dass wir halt trotzdem mit dazu noch das hier machen werden. Das heißt, wir nehmen uns gleich mal ein bisschen was an Clay und schmelzen das durch. Die Frage ist natürlich nur, wie bekommen wir den Immersive Hammer? Ah, mit Kupfer. Okay, cool. Dann brauchen wir das Copper Ingot auch schon mal dafür. Das ist ziemlich gut, ziemlich sinnvoll. Okay, da ist der letzte Brick und mit dem können wir uns jetzt das Ding hier machen, den Casting Besinn. Da ist alles fertig. Casting Besinn setzen wir hier in das da dran. Wir klicken hier drauf und wir puren unseren Copper Block. Unser erstes Liquid Metal, was wir haben. Molten Copper, das ist super, super cool. Er braucht natürlich noch einen kleinen Moment und er muss jetzt erst nochmal trocknen, bis er damit dann fertig ist. Aber wenn wir das dann gleich haben, ich finde übrigens die Animation hiervon so cool, wie das so zu Liquid, also von Liquid zu dem richtigen Block fadet. Und er ist fertig, so gut wie. Da ist er, jawohl, Block of Copper. Den können wir, glaube ich, genau so nicht craften, sondern dafür brauchen wir ein spezielles Teil und zwar diesen Stone Anvil. Den müssen wir uns auch bauen. Der wird auch sehr, sehr wichtig. Jetzt kümmern wir uns, glaube ich, aber erstmal um ein bisschen mehr Clay und Sand, um die beiden Dinger hier, damit wir uns gleich im besten Fall, habe ich meinen Glader dabei, jupp, den Alloy Kiln bauen können. Wir haben natürlich ein bisschen Sand hier, aber wir gehen mal auf eine andere Insel, gehen wir wieder hier rüber. Ich denke mal, da sollten wir auch ein bisschen was an Clay haben. Hoffe ich. Dann können wir auch direkt mal wieder irgendwie ein paar Sharks mitnehmen oder sowas. Guck an. Eieiei. Absoluter Checkpoint hier drüben. Jetzt einfach mal so gesagt, sollte das, glaube ich, sogar schon reichen an Sandstone und an Clay. Deswegen düsen wir direkt wieder hier nach oben. Wir müssen jetzt unseren Clay noch ein bisschen braten. Aber, oh mein Gott, perfekte Landung. Oh, okay, guck mal, unseren Clay, den können wir tatsächlich auch nicht einfach so machen, sondern den müssen wir jetzt beispielsweise in unserem Clay Kiln feuern. Das heißt, wir müssen uns den nochmal bauen. Dafür brauchen wir einen Cobblestone Slab noch unten mit dazu. Dann hatte der vorhin tatsächlich noch einen Sinn. Schau dir das mal an. Hätten wir ihn mal nicht weggemacht. Machen wir ihn aber einfach direkt über den Hopper. Da wird er auch wieder gefeuert. Dann müssen wir nicht irgendwie, ja, wieder irgendwo komisch Feuer machen. Und dann müssen wir eben Stück für Stück unser Clay gleich hier drin braten. Und in der Zwischenzeit können wir uns schon mal um den Stone Anvil kümmern. Warte mal, so, das hier reinlegen. Und der Stone Anvil, hieß er wirklich so? Genau. Schau dir das mal an. Dafür bauen wir Stone Slabs. Dann haben wir den Stone Anvil. Ey, wie schnell das Crafting hier jetzt einfach geht. Und das war gleichzeitig auch eine Quest hier unten. Anvil Lavinge. Nee, ist das richtig? Need Plate Smash some Ingots with a Mallet onto Stone. Und dann brauchen wir eben noch den Stone Mallet. Das ist einfach nur ein Stick. Ah, den haben wir sogar bekommen. Cool. Okay, der war gratis praktisch mit dabei. Haben wir einfach so mitgeliefert bekommen. Der sollte hier hingehen. Sehr gut. Und da können wir jetzt, was auch gleich wichtig werden wird, unseren Block zu Ingot smashen. There we go. Wir kriegen sogar XP dafür. Und dann haben wir hier 9 wunderbare Copper Ingots. Und 2 davon werden wir benutzen, um uns einen Immersive Engineering Hammer zu machen. Den macht man normalerweise ja aus Eisen. Das heißt, wir brauchen noch einen String dazu. Hier, ein String und einen Stick. Und dann haben wir hier unseren Immersive Hammer. Tadadada! Wie cool. Bricks haben wir auch schon da. Das heißt, wir können uns schon den ersten normalen Kiln Brick machen. Der ist hier. 2 Stück davon. All mixed up. Okay, das ist sehr cool. Praktisch ein einfacher Weg, um Alloys herzustellen. Und die können wir schon mal hier hinbauen. Der Ofen ist sehr klein. Der ist nur 2x2 groß. Deswegen passt er da drüben eigentlich locker hin. Und den müssen wir dann einfach nur mit dem Immersive Hammer später rechtsklicken. Und dann können wir darin Kupfer und Kupfer und Tin mischen. Ich glaube, Tin haben wir tatsächlich auch noch nicht abgebaut, ne? Das ist, wenn dann noch, unter der Erde irgendwo. Da müssen wir gleich mal suchen gehen.
Gehen wir nochmal hier rüber. Ich meine, auf der Insel hier war Tin gelegen, oder? Das hier waren, glaube ich, Tin-Samples. Yes, sehr, sehr gut. Cool. Und er hat mir auch in den Kommentaren geschrieben, dass man den Prospector gar nicht unbedingt so dringend braucht, weil die Erstvorkommen meistens, genau, in der Mitte der Insel sind. Und das scheint tatsächlich auch wirklich der Fall zu sein. Deswegen buddeln wir uns einfach mal hier runter. Ich hoffe, da gibt es auch noch was. Jawohl. Oh mein Gott, das ist dann echt sehr einfach. Ich meine, macht natürlich Sinn. In der Mitte ist die Insel hier immer am dicksten. Deswegen können wir uns hier einfach runterbauen. Da ist irgendeine andere Art von Stone. Interesting. Und da ist auch unser Tin. Sehr, sehr schön. Davon nehmen wir jetzt erstmal 9 Stück mit. Normalerweise würde ich auch wieder gerne sehr viel mehr mitnehmen. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir irgendwann in diesem Modpack wieder Weinminer haben. Ich glaube, hier war das sehr besonders gelöst, dass man eine Verzauberung oder eine Erweiterung auf Tinkers Tools gebraucht hat. Also man kann es nicht einfach so direkt aktivieren, aber wir nehmen jetzt die 9 Stück mit. Dann können wir uns daraus so direkt unser Bronze machen. Wir haben natürlich noch keine Cars, deswegen müssen wir alles in Blöcke gießen. Aber ist nicht so schlimm, kriegen wir trotzdem hin. Dann können wir wieder direkt hier rüberfliegen. Ich bin auch echt, um ehrlich zu sein, ein bisschen gespannt, wie das später so laufen wird, wenn wir unsere Inseln verbunden haben. Ob wir dann irgendwie nochmal eine coolere und ganz andere Art haben, die ganzen Inseln miteinander zu verbinden und von A nach B zu kommen und sowas, wird, glaube ich, sehr, sehr interessant noch. Dann lassen wir uns aber mal ein bisschen überraschen. Oh mein Gott, ein Tinschmitzer super schnell. Oh, das ist gut. Da haben wir schon die ersten 3, werfen wir den nächsten mit dazu. Dann machen wir das gleiche Prozedere wieder vor. Also wieder hier die Sachen einmal zusammenhämmern. Uns fehlen noch 2 Ingots, also 2 Claybarren praktisch. Da sind sie, beide fertig. Sehr gut, machen wir uns daraus die Kiln Bricks. Die kommen hier oben hin. Engine is Hammer, Rechtsklick, tadada, nice. Das ist unser Kirnofen, in dem wir jetzt richtig unsere Alloys praktisch herstellen können. Vielleicht ist sogar, jawohl, guck dir das mal an, das Timing. Komplett normal, Tin ist auch schon fertig. Wir können schlafen gehen in der Zeit. Wir sind wieder komplett auf Multitasking unterwegs. Arrow 44, hard not found, stand da gerade. Oder was stand da? Ja, okay, interesting. Aber ich meine, wir lassen uns einfach mal überraschen. Unser Tin-Block ist fertig. Wir können den wieder drauflegen, einfach wieder hämmern. Dann kriegen wir Tin-Ingots. Und jetzt sind wir am Finale angekommen. Denn wir können uns jetzt hier raus einfach wieder ein bisschen Kohle nehmen. Ich hoffe, wir brauchen keine Coal Coke, aber ich glaube normalerweise nicht für den Ofen hier. Und jetzt können wir uns einen Tin und einen Kupfer nehmen. Lass sie drüben reinwerfen. Fingers crossed, es geht nicht. Oh no. Müssen wir eins davon erst zu das machen? Ah, 3 zu 1. Jetzt funktioniert's. Okay. Aber wir kriegen natürlich auch 4 Bronze raus, ne? Wenn wir das Ganze so machen. Ja, oh mein Gott. Guck mal an. Dann machen wir Tin und Copper gleich zu Bronze. Und dann haben wir sogar die Quest hier oben abgeschlossen. Dann haben wir von der Main Questline wirklich schon relativ viel abgeschlossen tatsächlich, wenn wir hier weitergehen in die Richtung. Und wie schon gesagt, Bronze ist um einiges, nicht um einiges, aber ist auf jeden Fall besser als normales Kupfer. Wenn wir die Pickaxe vergleichen, die hat zum Beispiel 4 Attack Damage, 1,2 Attack Speed. Und die Copper Pickaxe, die hat gerade mal 2,75 und 1,2 Attack Speed. Damage macht natürlich nicht so viel aus, aber bei der Rüstung ist auch interesting. Die hat 4 Armor und die Bronze hat, glaube ich, 5, genau. Deswegen lieber das hier als das andere. Und da ist es. Haha. Legen wir davon nochmal eins rein. Schmelzen wir direkt nochmal. Und ich denke mal, ich weiß es nicht unbedingt genau, wofür wir das Bronze in Zukunft brauchen werden. Ich würde es eigentlich... Ah, guck mal hier. Für den Blattaltar und den Hellfire Forge. Ritual Charm. Sacrificial Dagger. Okay, es gibt tatsächlich noch einige Sachen, wofür wir das brauchen werden. Ich würde mir allerdings sehr gerne sowas wie Bronze-Tools machen, um ehrlich zu sein. Wenn die schon mal herstellen, vielleicht sogar eine Bronze-Rüstung. Einfach nur, damit wir da ein bisschen besser durch die Gegend kommen. Ich meine, Attack-Damage und so bleibt eigentlich gleich. Ah, mal gucken. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr meint, was wir mit unserem Bronze herstellen sollen. Ich werde mir, denke ich mal, noch ein bisschen mehr davon machen. Und dann gucken wir. Sollen wir es behalten? Sollen wir es direkt in Tools und in Rüstung investieren? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns morgen um 16 Uhr wieder. Also haut rein, habt einen wunderschönen Tag und bis dann. Peace.